JFT Just Fair and Direct. Mal gucken, was da der Markt gibt. Vielleicht mal auf das Ereignis noch mal kurz eingegangen heute im britischen Pfund. Wir werden ja heute dort die Zinsentscheidung bekommen. Da sind wir ja gerade im Devisenradar schon mal darauf eingegangen. Hatte dann eben auch erwähnt, dass ich jetzt kurz vor den Zahlen nicht aktiv werde, ne? Weil die Wahrscheinlichkeit, dass er sich jetzt dann noch irgendwie merklich in die eine oder andere Richtung bewegt, ist sehr, sehr gering. Sondern es ist hier eher wahrscheinlich, dass wir so eine abwartende Haltung haben vom Markt, also dass weder die Käufer noch die Verkäufer irgendwie massiv jetzt hier anfangen, irgendwie aktiv zu werden, sondern dass die meisten jetzt erstmal eher abwarten und schauen, okay, wann kommen die Zahlen oder nicht wann, das wissen wir, aber was passiert eben bei der Zinsentscheidung? Wird da irgendwas gesagt bei der Rede auch um 13:30 Uhr, was eben vielleicht so ein bisschen davon abweicht, was so erwartet wird? Und dementsprechend könnte sich dann der Markt nördlich bzw. südlich bewegen. Die entsprechenden Einstiege dazu, das hatten wir, beziehungsweise die Ideen der Ziele, das hatten wir alle gerade im Devisenradar schon besprochen. Schaut euch das dann gerne vielleicht später nochmal an. Das wollte ich jetzt eben nicht nochmal wiederholen. Überlegen könnte man jetzt, wie kann man entsprechend einsteigen. Gerade was dann so ein bisschen schwierig ist, wenn sich auf einmal Momentum aufbaut. Also gehen wir mal davon aus als Beispiel, wir würden jetzt hier heute mit der Zinsentscheidung Momentum nach unten bekommen. Ne? Der Markt bewegt sich wirklich scharf nach unten. Und wir stehen irgendwo hier unten. Ja? Vielleicht hat der zwischendurch das Ganze nicht in einem Zuge, sondern hat wenigstens mal so ein bisschen so irgendwie gemacht. Ja? Jetzt ist natürlich die Schwierigkeit zu sagen, okay, wenn der so richtig scharf sich bewegt, dann ist man gerne gewillt, und das habe ich früher dann gemacht, der Markt fällt, man hat sich hier oben immer noch nicht getraut, ne? Hier, ich gucke erst mal, ne? Und dann fing man hier unten an, irgendwie dann doch zu verkaufen, weil man einfach mit dabei sein wollte. Das ist genau das, was ich nicht mache, ne? Dass ich dann eben, wenn schon Momentum merklicher da ist und das auch im Verhältnis zu anderen Bewegungen schon relativ groß ist, dass ich da irgendwie nochmal drauf springe. Weil in den meisten Fällen, ne, es gibt immer den Fall, wo man richtig liegen würde und man steigt irgendwie hier tatsächlich hier unten nochmal ein, ja, short. Und es ist dann am Ende so, dass der Markt wirklich wie ein Stein weiterfällt. Das ist allerdings in den seltensten Fällen so. Es bringt mir nichts, wenn das von, ich sage jetzt mal, von 20 Versuchen, wenn das einmal so funktioniert, aber in allen anderen Fällen liege ich, egal wo ich liege, man muss die Stops gegebenenfalls auch etwas größer wählen, würde ich hier in einem Rebound quasi immer wieder, egal wo da meine Stops liegen, ja, würde ich irgendwie immer wieder rausfliegen. Und die Stops hier oben, na, das ist, wäre völliger Schwachsinn, weil das ist dann vom Risiko viel zu groß für die Chance, die man sich da vielleicht gibt. Ich meine, klar, man könnte es machen, wenn man jetzt dann aber wirklich von einer Chance ausgehen würde, die da eben exorbitant groß ist. Und das ist ja nicht der Fall. Also da, das würde ich jetzt, ich meine, wir reden jetzt hier sowieso von zu großen Bewegungen, aber ich würde es mal vom Prinzip her erklären. Also wenn Momentum kommt, dann sollte man eben schauen, okay, bis wohin geht das Momentum, und immer irgendwie auch dort auf einen Rücksetzer warten. Ne? Schauen, wie der sich bewegt, wenn wir jetzt zum Beispiel hier unter diese Tiefs vielleicht kurz laufen, dann der Markt sich so ein bisschen nach oben bewegt. Wo wäre denn jetzt, ne? Ich stelle euch mal die Frage, wo wären jetzt potenzielle Punkte, wenn wir mal davon ausgehen, dass der Trend sich weiter nach unten bewegt, im Zickzackmuster, ja, wo wären potenzielle Punkte, um den Markt zu shorten, wo er gegebenenfalls drehen könnte? Überlegt euch das mal. Ne? Man macht sich, oder das mache ich jedes Mal, ich mache mir immer vorher Gedanken, was könnte der Markt machen, um im Prinzip in dem Moment, wo man dann eben vielleicht auch so ein bisschen emotionaler oder emotionsgebundener ist, wo dann eben auch aktuell vielleicht gerade das Momentum da ist und man da denkt, oh Gott, das wird so nie passieren. Ne? Wenn man sich vorher Gedanken macht und vorher schon den Plan hat und den Plan am Ende wirklich nur noch umsetzen braucht, dann ist das mit Abstand einfacher. Und es kommt hier schon als Stichwort an den alten Tiefs. Also als Beispiel, dass wir jetzt hier richtig, völlig richtig, zum Beispiel in diesem Bereich 38, 45 reinlaufen. Es wäre auch noch diese kleine Schiebezone hier interessant, also dieser Bereich hier, der wäre ebenfalls noch ein Widerstandsbereich, und als nächstes käme dann hier natürlich oben dieser ehemalige untere Bereich dieser Schiebezone hier, sag ich mal, das ist eine komplette Area hier oben, also das wären so die drei Punkte, die für mich interessant wären, erstmal per se rein vom Chart her, die dort interessant wären, dass wir quasi im Endeffekt dann wieder nach unten laufen. Das sind so die Bereiche. Und jetzt könnte man, wenn man das hätte,
entsprechend dann auch schauen, wenn wir das Blaue mal als Kernbewegung haben. Jetzt könnte man sich hier oben, es geht jetzt allerdings gerade nicht, das können wir aber gleich nochmal machen, ne, das Fibonacci Retracement hier oben, ne, das könnte man sich jetzt hier noch reinziehen und dann eben gucken, okay, man hat dann eben die Bewegung von hier oben kommend bis hierher. Und welches 38,2, ja, welches Fibonacci-Level ist denn für mich da immer interessant? Was nenne ich dort immer? Es ist das 38,2. Wenn man sich jetzt das mal, das können wir gerne gleich mal machen, wir müssen uns mal merken, bis wohin wir das jetzt hier von der Theorie her eingezeichnet haben. Wenn man jetzt hier mal so schaut, dann würde das in etwa sogar einhergehen. Das ist halt bei der Charttechnik häufig so, ja, dass wir dann höchstwahrscheinlich dann hier so, dass das 38,2 haben, ja, vielleicht sogar ein Stück weit höher, aber das ist so ungefähr ein Drittel. Hier hätten wir so die 50, ja, grob, ja, ob das 62er ist, ja, das ist vielleicht schon ein bisschen zu viel, aber in etwa würde das hinkommen, ja, würde man sich mal merken, müsste man sich jetzt mal aufschreiben, also wenigstens 38,2, also wir gehen von der Bewegung bis hier knapp drunter aus, ne, so, und dann wäre dann hier diese Schiebezone, wäre dann das 38,2. Und das sind dann eben erstmal potenzielle Punkte, die eben interessant wären, gegebenenfalls für Short nutzbar zu sein. Dann eben die Ziele, das hatten wir auch schon im Devisenradar besprochen, wären dann, wenn man jetzt mal rein von diesem Bild ausgeht, das ist für heute vielleicht ein bisschen zu viel angenommen, aber wäre dann zum Beispiel hier dieser letzte Tiefbereich, das hier unten ist ein bisschen too much, also wirklich zu weit für den heutigen Tag, also da wären wir schon locker in einem Swing-Bereich, ne? Aber ich will jetzt nur mal kurz hier dieses Fibonacci noch reinziehen, um das nochmal ganz kurz irgendwo, um da einfach mal zu zeigen, okay, ne, wir gehen ja jetzt quasi von der Bewegung aus bis, muss ich mal kurz gucken, bis in etwa hierher, ne? Das ist so, ne, nicht ganz, bis hierher so in etwa, ne? Da können wir das Ganze jetzt nochmal einzeichnen. So, ne, da hatten wir jetzt quasi hier diesen Tiefpunkt, haben wir jetzt angenommen als unteres Fibonacci-Level, ne, das passt. Und dann hatten wir diesen Bereich hier, diese Mitte, ne, zack, 38,2, dieser Tiefbereich hier, 50 und hier oben diese Area hier, ne, 62er und das passt in etwa. Ne? Und so ist es dann eben auch häufig, dass der Markt sich quasi wirklich, das ist halt Charttechnik, das funktioniert recht häufig ganz gut und dann würden quasi A, die charttechnischen Tiefpunkte aufeinander kommen, zusätzlich hätte man da sogar nochmal die Fibonacci Retracements auf diesen Leveln exakt drauf, ne? Und ich habe da auch jetzt zum Beispiel nichts großartig vorbereitet zu, ne? Das ist jetzt, man hat, sieht das ja auch optisch und das sind dann so die Bereiche, die dann eben wirklich als Widerstand eine Rolle spielen würden, um dann das Ganze zum Beispiel, wenn Momentum kommt, dann eben auch eben in dem Erholungsmuster dann im Endeffekt dort gegen zu gehen. Und wie macht man es dann wiederum? Also man wartet ja quasi ab. Man könnte mehrere Varianten fahren. Ne? Wenn ich jetzt quasi den Markt hier unten habe und weiß, okay, 38,2 ist eben so ein interessantes Level, wo der Markt gar nicht hinläuft, dann könnte ich ja schon direkt sagen, ich packe an diese Stelle hier quasi ja, ein Verkaufslimit. Ne? Legt man direkt hin, ne? Verkaufslimit. Und dann würde man abwarten, dass der Markt dorthin kommt. Man würde dann quasi abgeholt werden, wenn der Markt daran läuft. Ne? So. Und dann ist das so. Ne? Dann ist der da rangelaufen und dann muss man natürlich vorher dann eben noch überlegen, okay, Stops wo, oder den Stop, wo packt man den hin? Wie gesagt, ich würde jetzt hier nicht mit extrem viel Stops mit Stop arbeiten. Also ich würde hier wirklich schauen, wenn man jetzt hier mal guckt, vielleicht auch diesen Bereich, dieser Hochs hier nehmen dann, ja, oder vielleicht mal eine Nuance höher, müsste man mal gucken. Aber dass man wirklich die Stops klein wählt, ne, und dann eben gucken, make it or break it. Ne. Dreht ihr da wirklich auf 38,2, was er ja eben sehr, sehr häufig macht, oder schlussendlich eben nicht. Ne. Das wäre so der Gedanke. JFT, just fair and direct.